Hey YouTube, herzlich willkommen bei Danny Marco Entertainment. Mein Name ist Danny Marco und heute ist die Katrin dabei. Hallo YouTube. Und ja, das Video ist sogar mein 100 Abonnenten Special. Und was haben wir heute vor? Sie haben den ganzen Schminksachen da mitgebracht und ich schmink sie jetzt. Und das seht ihr nach dem Intro. Also ich schmink dich jetzt heute, ne? Ja, genau. Ich hab keinen Plan, irgendwie, wie ich da anfangen soll. Ich schmink ja nicht irgendwie täglich oder so. Ja, das heißt. Aber ich glaube, wir fangen mit dem Zeug hier an. Hier. Genau, das ist Make-up. Das muss ich jetzt drauf schmieren. Das machst du jetzt auch. Du machst es auf die Hand. Ja. Wie viel machen wir da auf die Hand? Ja, zu viel. Okay. Die sieht aus wie. Ja, ich zeige das mal nicht. Also, das muss ich jetzt ins Gesicht schmieren irgendwie. Machst du und dann. Ich muss jetzt durchs Gesicht schmieren. Ach du Scheiße, meine Hände sind ganz braun von dem Zeug. Alter. Oh mein Gott. Ich schmiere voll durchs Gesicht hier. Überall? Ja. Achtung, ich schmiere über den Mund. Augen aus. Alter, das ist so eklig, das Zeug. Wieso macht ihr sowas nicht mehr jeden Tag? Die Hunden eigentlich auch, oder? Ja, macht es nicht jeden Tag. Aber die Frau macht das öfters. So, ich glaube, das passt oder so. Kann man so lassen. Es wird natürlich nicht kein professionelles Make-up, was ich hier mache, sondern es wird ein bisschen dementsprechend bunt. Bunt, würde ich sagen, genau. Und jetzt muss ich mir, glaube ich, die Hände erstmal waschen. Genau. Und jetzt machen wir mal einen Schnitt und dann wasche ich mir die Hände und bin ich gleich wieder da. Meine Hände sind wieder sauber. Das Zeug habe ich Gott sei Dank wieder wegbekommen. Gott sei Dank. War richtig, hat sich richtig reingefressen in der kurzen Zeit. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes machst du Puder drauf. Das ist der Pinsel. Also, das ist der Pinsel. Okay. Sieht aus wie so ein Rasierpinsel. Hier ist das Puder. Okay. Jetzt puderst du mein ganzes Gesicht damit ein. Okay. Einfach rein? Genau, ja. Und jetzt auf die Stirn und so. Manche pusten ja dann noch auf den Pinsel drauf. So. Ich mache da jetzt voll viel drauf. Ja, passt. Einfach draufklatschen. Ja. Auf diese Spachtelmasse, die man gerade eben drauf gemacht hat. Genau. Einfach komplett. Dass man nicht so im Gesicht glänzt. Und hier auch noch? Ja, überall. So. Muss ich nochmal drauf machen oder reicht das? Kannst du nochmal machen. Auf die Backen und so. So. Yep. Ich glaube, das kann man sogar so lassen. Genau. So. Gut. Ja, passt. Und hier ist der Deckel. Keine Sorge, Jungs. Jungs und Mädels, wollte ich sagen. Jungs und Mädels. Es wird noch knalliger. Das ist jetzt nur der Anfang. Magst du jetzt gleich mit den Augen weitermachen? Mit den Augen. Oder willst du das lila nehmen? Wir haben hier so. Oh, Scheiße. Voll die Farbauswahl. Oder lila. Oh ja, lila. Das knallige Lila. Das habe ich gestern schon gesehen. Das knallige Lila, Alter. So, hier. Um es mal professionell in die Kamera zu halten. Mit diesem Pinsel hier. Mhm. Der ist schon von dem Lidern. Nee, ich glaube, da ist schwarz drauf. Echt? Ich mache das jetzt einfach mal auf beide Seiten. Das ist fast dasselbe Lila wie also, das ist schon richtig knallig, gell? So soll es auch sein. Hm. Weil normal ist langweilig. Genau. Und jetzt einfach hier so. Ja. Wackel mal nicht so mit deinen Augenlidern um hier. Da kriegt der ist ja voll wenig drauf. Ich mache kein richtiges Make-up. Ich mache das jetzt richtig. Ach du Scheiße. Du kannst ja auch vorne nicht in den Spiegel rein. Oh Gott. Ja, das sieht lustig aus. Das sieht hier noch gut. Ach so, ja, schön ein bisschen Augenbrauen, oder? Nein, das muss ja hier so in diese Falte hier rein. Ja. Oder das muss hier in die Falte da rein. Mach mal zu. Aber es ist ja auch auf die Seite gegangen. Das macht nichts. Oh, jetzt habe ich ja noch so einen Strichseite. Jetzt muss es. Mach weiter. Das muss jetzt auf der anderen Seite natürlich genauso sein. Das muss auf der anderen Seite auch so. Genau, damit es gleich aussieht. Schön. Denjo steht übrigens da hinten. Der lässt sich auch überraschen, wie das dann später aussieht. Denjo wird nachher auch geschminkt. Ja, das ist ja dann. Der kommt dann auf seinen Kanal. Da schminkst du ihn. Quasi. Er freut sich schon drauf. Ich weiß nicht, ob man ihn gehört hat. Aber er freut sich schon drauf. Jetzt kommt das Schwierige. Ich muss es auf der anderen Seite genauso machen wie er. Das schaffst du schon.
den Strich auch hier nach unten so. Hier. Ach, jetzt hat der letzte, warte mal, jetzt hast du gelacht, jetzt habe ich mich ja voll vermalt. Jetzt muss ich jetzt natürlich an der anderen Seite, aber dann gleich wieder. Jetzt müssen wir wieder die Hand wechseln hier. Mann, ist das kompliziert. Muss ja alles symmetrisch sein. Ja, kann man so anbieten, ja. Gut. Kannst du schon mal in die Kamera gucken, dann könntest du die andere aussehen. Also das war dieses knallige. Lila. Legen wir auf die Seite hier. Brauchen wir das nochmal? Nee, brauchen wir nicht mehr. Okay, was kommt da als nächstes? Als nächstes. Ich mache hier Kunst, ne? Kunst. Das ist... Aber ich weiß nicht. Kunst. Was ist das? Den Strich hier, den schwarzen. Ach, das. Den Strich einfach. Kannst ruhig so ziehen. Ja, nicht da hinten, du machst das alles kaputt. Also, ich muss ja über dem Augenlid, ne? Auf dem Augenlid dann stehen. Ja, ja. Scheiße. Das genau hin an den Wimpern, das kriegt man das gar nicht. Das geht schon. Das kriegt man gar nicht hin, dann mach bloß das Auge nicht auf, ey. Das ist so schön hier. Passend zu dem. Ach, jetzt hast du wieder gelacht, jetzt habe ich wieder vorbei. Lach doch nicht, jetzt muss ich mit. Das muss passend zu dem Auge sein. Passend hier so ein bisschen. Okay. Na, warte mal, das müssen. Na, so, ja. Danke, okay, das machst du jetzt auf der anderen Seite auch. Warte mal. Das muss auch ordentlich aussehen, weil das ist ja Kunst. Nicht lachen. So. Ja, kann man so machen, kann man so machen. Alles ist noch ein bisschen, fehlt noch ein Strich. So. Genau. Okay. Und das Ganze muss ich jetzt die andere Hand nehmen. Rechts bin ich so gut mit dem Striche ziehen. Ja. Ich als Linkshänder. Vielleicht gehe ich auch so mit links hin. Wie habe ich das da drüben gemacht? Also einen Stift rüber. Den Stift mal nicht mehr. Jetzt mal drüber. Und dann, ach du Scheiße, jetzt wird es schwierig. Was ist das für Kunst? Das wird super, da kannst du auch rausgehen. Ja? Ja, so also kannst du nach 100%ig rausgehen. Das ist Alltagstauch. Ja. Und wenn du nicht schon jemand hättest, würden die Männer reihenweise hinterher rennen. Mit dem Make-up. Unglaublich. Vor allem geht es so weit nach außen. Ja, weil es einfach cool aussieht. Es sieht einfach stylisch aus. Aber es langt ja, wenn der Dencho dir dann hinterher rennt. Das reicht, mit dem Make-up. Ja, das geht. Also, jetzt sehe ich mal schön aus. Ja, passt. Hübsch, gell? So. Okay. So. Weil normal ist langweilig, ne? Genau, normal ist langweilig. Was brauchen wir jetzt? Jetzt kannst du mehr Rouge drauf machen. Aber da musst du aufpassen, das ist ein bisschen... Das ist bröckelig. Ja. Das zerbröselt schon ein bisschen. Ach, das muss auf die Backen, ne? Ja, hier. Und da kann ich ruhig kräftig drauf machen. Max ist ja kräftig. Und deswegen... Ups. Es ist was runtergefallen. So ein bisschen... Ja, das reicht schon. Das ist runtergefallen. Das ist wirklich zu wenig. Da muss wirklich kräftig was drauf. Da fallen immer noch mehr Krümel rum. Ja, weil es kaputt gegangen ist. Jetzt sieht man es genau. Okay. Also müssen wir zweimal drauf, dann ist es noch doppelt. Doppelt hält besser. Weniger ist, ne? Das krümmelt voll, das pudert hier voll. Das krümmelt hier voll. Ja. Und was lustig ist, einfach mal. Einfach mal auf die Stirn auch ein bisschen. Ja, dann müssen wir es auch richtig verteilen, so ein bisschen. Gut. So. Egal, normal ist langweilig, mach mal den Mund zu, dann machen wir es auch richtig so hier. Gut. So. So, dann ist das auch. Jetzt haben wir das krümelige Zeug hier auch erledigt. So, ja, genau. Ich würde sagen, wir machen noch einen knalligen Lippenstift drauf. Haben wir noch sonst noch was? Wir müssen auch noch die Wimpern bezahlen. Wimperntusche. Ja. Aber das ist auch gut. Dann mache ich meine Augen zu. Ja. Dann probierst du es mal so. Nee, schau mal nach oben. Schau mal nach oben. Schau mal nach oben. Das kann ich nicht. Schau mal. Mach mal Augen auf. Das Auge auf. Mach so, glaub mir, das geht. Das Auge auf. Mach auf. Mach auf, komm, mach auf. Mm-mm. Doch, mach auf, komm, lass auf. Ich krieg das hin. Du machst mich aber oben schwarz an. Nein, passiert nichts. Mach mal Auge auf, sonst mach ich dich wirklich schwarz. So. Dann mach mal auf. Lass mal auf jetzt bitte. So, ja. Okay. Andere Seite.
auf, Mama. Krieg das hin, ich krieg das hin. Ja, vor allem geht's oben bei meinem Augenlid. Nicht das Auge plötzlich zumachen. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich glaube, das reicht. Nein, da fehlt noch was. So. Okay, das ist jetzt. Ja gut, da ist ein bisschen viel, aber. Okay. So. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch so einen Stift drin. Das ist Augenbrauen. Wo das? Egal, kann ich trotzdem probieren, ob noch was drauf geht. Der ist ein bisschen kaputt. Geht da was drauf? Ja, das ist schön dick, oder? Das tragen ja viele Frauen zurzeit ganz dick. Ja, das passt schon. Ja? Man muss ja den Augenbrauen noch ein bisschen sehen. So. Ja. Aber ich mach's nicht zu extrem. Da kommt jetzt nichts mehr. Jetzt ist er. Ja, den muss man spritzen. Ja, aber jetzt die eine Augenbraue hat es nachgemacht und die andere nicht. Doch, jetzt geht's. Die eine ein bisschen. Auffälliger, das muss ja natürlich auch auffälliger sein. So! So, meine Damen und Herren, ja, haben wir sonst noch was? Da ist so viel Zeug noch drin. Das ist auch im Pantusch. So. Nee, was ist das? Das reicht nur noch. Was ist das? Achso, das haben wir schon. Was ist das? Okay. Lippenstift. Ah. Extra schön knallig. Rot. Sorry. Schwierig. Dann macht man das zuerst oben oder unten? Mach's unten. Wie ihr gerade eben schon gemerkt habt, normal ist ja langweilig. Deswegen. Ach, jetzt bin ich schon drüber. Jetzt bin ich schon drüber. So, mach mal. Das ist schon reicht. Mehr kann man so anbieten, aber. Den Joker aus dir. Weil es einfach Make-up-mäßig toll aussieht. Ja, normal ist ja langweilig. Vielleicht machst du auf die Nase noch. Ist das der Lippenstift, was so kommt, was so kommt, spricht? Ja. Ich bin gerichtet immer. Ja, vielleicht machst du noch irgendwo auf die Stirn und die Alte. Lippenstift kommt nur auf und dann machen wir nur Joker-mäßig hier so. Ich bin so ernst, so ein bisschen. So. Ja. Das ist nämlich vermalt da unten. Ah! Warte mal. Ah. Du hast den vermalt? Ja, vermake-up ein bisschen so. Und weil es so Spaß macht, einfach machen. Nicht dein Piercing unbedingt anmalen hier, was du hast. So, ja. Boah, Denjo, du wirst es lieben. Mein Freund, du wirst es lieben. Schnappdeckel. Du wirst sie mit ganz anderen Augen sehen. Er wird sie mit ganz anderen Augen sehen. Ja, also jetzt sehe ich ja bestimmt total gut aus. So, haben wir noch was? Ne, wir haben nichts mehr, ne? Ne, ich glaube, das reicht. Okay, wir haben nichts mehr. Aber wie jeder Künstler muss man sein Kunstwerk natürlich auch signieren. Natürlich auch. Ein Autogramm. Darf man nicht richtig erkennen. Oh, danke schön. Das ist aber nett. Ja. So, und dann sind wir fertig, glaube genau. Ich. Und das ist das Alltags-Make-up. Das könnt ihr gerne nachmachen. Und ja, damit zieht ihr alle Blicke auf euch. Das auf jeden Fall. Gut, das muss man jetzt nicht unbedingt machen, das Autogramm, aber so dieses Make-up. Ein bisschen Joker-mäßig, so Joker-Make-up. Mal was anderes. Ja. Und ja, das war's, das Video, das 100-Abonnenten-Special quasi. Das Make-up von der, oder das Schminken von der Katrin. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. Siehst richtig sexy aus, muss ich sagen. Danke mit dem Make-up. Schön. Das ist nett von dir. Ich hoffe, der Denjo findet es genauso. Und ja, das war's auf jeden Fall. Was habe ich jetzt gemacht? Achso. Ich hab das gedreht hier. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wir sagen tschüss. Tschüss. Und du gehst jetzt raus, oder? Ja.